Er ist ein Fixpunkt des Trumauer Marktlebens, der Trumauer Bauernmarkt. Jeden dritten Samstag im Monat werden hier frische, regionale und saisonale Produkte angeboten. Der Trumauer Bauernmarkt bietet ein großes Sortiment an Fleisch, Gemüse und Honigprodukten. An jedem dritten Samstag im Monat hat der Markt von 9 bis 12 Uhr am Rathausplatz direkt neben der St. Johannes-Täuferkirche geöffnet. Wir haben den Bauernmarkt vor vielen Jahren entwickelt, weil wir es als zusätzliche Einkaufsmöglichkeit in unserer Gemeinde verstanden wissen wollen. Und deshalb sind wir natürlich froh, wenn es regelmäßig einen Bauernmarkt gibt. Er lebt aber nicht nur von den Produkten, sondern er lebt vor allen Dingen auch davon, dass dann Menschen auch hergehen und diese kaufen, und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert auch der Bauernmarkt nicht. Aber nachdem wir mittlerweile den Bauernmarkt einmal im Monat seit mehreren Jahren machen, glaube ich, dass das eine richtige Entscheidung war. Es gibt eine Vielzahl an Verkäufern, die verschiedenste Produkte zum Verkauf anbieten. So auch Hirschbienengold und Andis Bauernschmankerl. Ich habe herrliche Produkte von Klein- und Kleinstbauern, von Familienbetrieben, die nicht mit der Industrie zusammenarbeiten. Und ich freue mich sehr, dass ich in Trumau mit den Produkten unserer Bauern stehen darf, weil unsere Bauern gehören ganz einfach unterstützt. Und ich bin da ganz happy, dass der Organisator vom Markt mich eingeladen hat, hier zu stehen. Ja, ich bin da aus der Ortschaft. Ich habe eine eigene kleine Imkerei und biete meinen Kunden die verschiedenen Honigsorten aus der Eigenproduktion an. Welche Honigsorten werden hier angeboten? Worin liegt der Unterschied zwischen einzelnen Honigsorten? Wir haben verschiedene. Also ich biete hier an einen Blütenhonig, dann einen Cremehonig, der aus dem Blütenhonig gemacht wird, einen Waldhonig und einen Lindenblütenhonig. Und dann halt noch verschiedene Spezialitäten. Wie wird denn Honig hergestellt? Ja, dazu habe ich halt viele tausend Helferlein, die im Frühjahr und Sommer unterwegs sind und alle Blüten hier besuchen, Nektar einsammeln, und ich muss dann eigentlich nur mehr den fertigen Honig ernten. Wie wichtig oder welche Bedeutung haben denn solche Märkte? Welche Rolle spielt dabei auch der Kontakt mit den Menschen? Der Kontakt mit den Menschen ist natürlich ganz wichtig. Es rennt da der Schmäh, es ist lustig, und ganz wichtig ist, dass die Leute sehr auf Regionalität schauen. Die Leute schauen auf die Qualität vom Fleisch, auf die Qualität der ganzen Produkte, die unsere Bauern eben erzeugen. Wir haben so dieses Get-Together, es ist lustig, mit den Gästen, mit den Kunden zu sprechen. Es ist natürlich auch lustig, mit den einzelnen Ausstellern sich zu unterhalten. Und man trifft sich halt so einmal im Monat, und es ist ein netter Vormittag. Regionalität, Saisonalität, gerade auch in Zeiten wie diesen, durchaus sinnvoll, aus nächster Nähe Produkte zu beziehen, oder? Es ist natürlich so, dass unsere Bauern auch kämpfen mit der Energiekrise. Der Diesel wird teurer, der Strom wird teurer, die Produktion wird teurer. Und es ist halt so, dass unsere Bauern ganz happy sind, wenn sie am Markt präsent sind. Sie sind ja nicht nur hier unterwegs in Trumau, sondern haben auch ein Geschäft in Wien. Worum handelt es sich da? Ich habe ein kleines Lebensmittelspezialitätengeschäft im 19. Bezirk in der Heiligenstädter Straße 92. Und dort vertreibe ich die Produkte unserer Bauern. Und da ist natürlich auch Saisonalität und Regionalität sehr gefragt. Was macht dieses besondere Wesen des Marktes, des Marktbesuchs aus? Also Begegnungen sind ganz besonders wichtig, und der Bauernmarkt ist diesbezüglich auch ein wesentliches Element. Also wir gestalten das ganz bewusst so, heute leider aufgrund des Wetters auch nicht ganz so als wie sonst, aber wir haben in der Regel, wenn es den Bauernmarkt gibt, auch eine Ausschankmöglichkeit eines örtlichen Weinhauers meistens dabei, und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sie zusammensetzt, zusammenbringt, und dass man sie eben auch sozial austauschen kann. Ich glaube, dass das wichtig ist, und in einer Gemeinde wie in Trumau ist uns das ganz besonders wichtig.